Moin Moin, privat, mein Genossen. Ich bin der Russian Wolf, willkommen zurück zu Let's Play The Crew Wild Run. So, wir sind jetzt hier auf unserer Kawasaki, keine Ahnung was, wie die heißt, hier vor Vegas und auch vor sehr nebligen Vegas. Und heute werden wir natürlich weiter im Summit weitermachen und die restlichen Events da fahren. Wow. Aber bevor wir das machen, werden wir uns erstmal ein Drag-Auto aufbauen. Nämlich habe ich hier wieder, seit der letzten Aufnahme, also seit der letzten Folge besser gesagt, die ganzen XP-Punkte gegrindet für die Kids. Und natürlich dann ein Drag-Kit freigeschaltet. Wow. Okay, das war fast ein Frontflip. Ja, lieber gehe ich jetzt direkt zum Drag Tuner, bevor ich hier mich hier zwei Teile reiße oder so wegen Unfall. Weil wir uns so ein Skyline dann zu einem Drag Auto umbauen. Na komm, da ist er. Und dann können wir auch alle Events da fahren, die wir noch offen haben. Natürlich noch nicht gefahren sind. Das war ganz schön schnell rückwärts gestrampelt. So, wo ist unser Skyline? Müsste jetzt kommen. Genau, hier ist er. Drag Kit. Drauf damit. Und das bringt uns auf 3163 PS und 4793 Newtonmeter Drehmoment. Ja, das sind Werte, ne? Das sind Zahlen, die für sich sprechen. Mhm. Und bei den Drag-Autos kann man leider nicht die Felgen ändern. Das ist ein bisschen schade. Man könnte ja wenigstens die vorderen Felgen ändern. Das wäre eigentlich richtig gut. So, Farm. Eigentlich würde ich den gerne blau lassen, im Standardblau. Innenraum noch nichts. Erstmal vor der Stoßstange. Weiß mir gerade, das sind dieselben Stoßstangen wie beim Performance-Auto, genau. Naja. So, hinten. Was nehme ich hinten? Das finde ich eigentlich doch recht schade, dass die halt hier die dieselben Teile wie bei Performance-Autos haben. Bisschen schade, um ehrlich zu sein. Aber ist glaube ich bei jedem Kit so, dass sie immer die Performance-Teile haben. Also bei Drift und Drag sind immer die Performance-Teile. Warum zoomt die Kamera so hart rein? Und bei den Monster Truck Kits sind halt die Dirt-Teile für die gelben Autos dran. Bleiben wir mal. Ne, das ist nicht Standard. Ich wollte eigentlich. Wir nehmen dann wieder die Extra-Stange. Vorne möchte ich diesmal vielleicht was anderes. Nehmen wir auch wieder die hier. Sieht auch so schön aggressiv aus. Oder wir nehmen was anderes. Oder so eine. Also sehen die kleinen Lampen da im Kühlergrill irgendwie nicht so nice aus. Meiner Meinung nach. Sagen wir, nehmen diesmal die hier mit den kleinen Lufteinlässen in den Frontscheiben für die dicken Turbos. Nehmen wir auch mal diese Section Schweller Drag-Spoiler. Würde ich eigentlich so einen flachen nehmen, so einen Drag-Spoiler, aber den gibt es ja leider hierfür nicht. Das heißt, wir nehmen die ganz dicke Theke hier Motorhaube. Da bleibt die Standard drauf, die sieht am besten aus. Sticker, was machen wir? Ich mal gucken, ob wir hier vielleicht einen nehmen, den wir noch nicht haben. Eigentlich habe ich ja eigentlich schon alle guten Sticker.
Und ich nehme einfach diesen einen Vintage hier. Das hier. Oh ne, das passt irgendwie nicht zum Skyline. Ja, da muss ja schon, keine Ahnung, Godzilla drauf. Es ist ja Godzilla. Okay, dann werden wir halt zum HQ wieder zurückgehen und den Wagen da verfeinern. Und dann können wir zum Summit zurückkehren. Und das sind mal dicke Hinterreifen. Breiter, wurde eher gesagt. Er ist breit und dick. Wie sie es für Drag-Reifen gehört. Okay. Mal kurz die Reifen aufwärmen. Und los. Das war mal ein Wheelie. Okay, man sieht doch da links an, dass die Reifentemperatur, wenn die zu heiß sind, haben wir nur Wheelspin. Das heißt, die immer schön im optimalen Bereich behalten. Der Sound von dem ist auch ein bisschen verändert worden. Das ist auch sehr nice. Ganz ehrlich, das DLC ist doch sehr, sehr nice. Anfangs habe ich gesagt, es ist irgendwie doch nicht so nice. Aber es ist doch sehr nice. So, dann kommen mal ein paar Sticker drauf, die bisschen gut aussehen. Natürlich Flammen, damit der Wagen noch schneller ist. Oder Blumen. Rennen. Tribal. Nee. Urban. Ich weiß nicht ganz genau, was ich drauf machen möchte, aber ich glaube, ihnen einfach nur ein paar Streifen würden ganz gut aussehen. Du musst nicht unbedingt sowas hier drauf. Oh, das sind auch schon wieder zu dicke Streifen. Jetzt kann ich mich schon wieder nicht entscheiden hier. Und dann ziehe ich jetzt wieder alles in die Länge. Und wir haben schon fast 10 Minuten rum. Wir machen das Design drauf. Und lackieren den Wagen um. Am besten in einem Matt. Aber nicht wieder matt-schwarz. Matt-weiß. So, Drift Skyline ist weiß. Hellblau matten, ey. Er sieht schon ein bisschen schwarz aus. Oder einfach metallic schwarz. Ach komm, matt schwarz. Einfach drauf damit. In Ausstattung machen wir lackiert rote Streifen. Oder rote Nähte. Und der Rest bleibt so, wie ist. Na. So, und jetzt können wir endlich zum Summit gehen. Und dann die restlichen Events fahren. Okay, im Regen haben wir übelst einen Wheelspin. Oh yeah. Oh. Ein Skyline, der Wheelies zieht. Oh, scheiße. So. Jetzt aber
Auf zum Summit. In der Bonneville. Salt. Flat. Desert. Salt Desert. Flat Salt Desert. Wie auch immer man das in Englisch ausspricht. Als die Salzwüste. Mein Gott, Deutsch. Ich kann heute wieder nicht sprechen. So, wir sind momentan auf Gold. Das ist sehr gut. Eine Medaille halt von Platin entfernt. Was wir ja bis jetzt gemacht haben, ist nur der Zeitangriff, dass die Driftprüfung und die drei ja, Tests hier. Oder zwei Tests und ein Stunt. So, und jetzt machen wir erstmal Dragster-Prüfung. Mein Freund, der Mark. Der Mars Phoenix. 25,9 Sekunden. 21,1 Sekunden war der schnellste. Gut, höchstwahrscheinlich werden wir jetzt hier den Strip runterfahren. Deswegen dauert das hier über 20 Sekunden. Gut, und wir dürfen unseren Skyline benutzen. Ist gut. Alles klar. Wir wissen, wie es hier läuft. Reifen aufwärmen. Und perfekt schalten und starten natürlich. Noch perfekt Nitro einsetzen hier. Alter, fast 540 Sachen. Oh Gott, oh Gott. Okay, 24 Sekunden, schneller als mein Freund, aber nicht sehr nah dran gekommen als an den schnellsten. Wir müssen ja nicht unbedingt auf Weltrekord gehen oder sowas. Einfach fahren, das Beste rausholen. Natürlich halt ein Platin reinkommen und da auch bleiben, damit wir schön den Lotus Evora kriegen können. So. Jetzt haben wir das Nitro hier. 550 Sachen. Jetzt geht's in der Rechtskurve. Ja, weniger rechts. Oh Gott! Okay, das haben wir sowas von verkackt. Der Lauf ist sowas von für den Arsch. Jetzt zählt ja eh nur die schnellste Zeit. Also haben wir noch eine Chance, noch schneller zu sein als im ersten Lauf. Okay. Merken in der Rechtskurve da, nicht über den Bordstein fahren. Denn sonst sind wir tot. Na, es war zu spät geschaltet beim letzten Mal. Oh, jawohl. Es müsste jetzt aber unbedingt schneller, muss ja schneller sein. Jawohl. Knapp unter 24 Sekunden. Aber wie ganz knapp wahrscheinlich. So wie ich das gerade gesehen habe. Oh ja. Aber immerhin schneller gewesen. Es gibt jetzt auch ein schnelles Teil. Jawohl, ein goldener Auspuff. In den Top-Speed-Bonus, sehr schön. Wir sind auf Platz. Ja, fast Top 1000.
Aber egal, das werde ich eh alles nochmal offscreen nochmal fahren. Und halt schneller hier sein. Schnellere Zeiten raushauen. Damit wir halt Plätze aufsteigen können und im Platin drin bleiben werden. Falls wir jetzt hier gleich im Platin drin sind. Aber wir werden auf jeden Fall im Platin reinkommen. Das ist nicht wirklich schwer, dazu mal schaffen. Wir müssen noch ein paar Plätze aufsteigen, aber wir haben noch einige Events vor uns. Wir machen jetzt als nächstes Monster Truck. Hoffentlich dürfen wir da unseren Skyler nehmen. Wie es aussieht, ja. Ja. Oh ja. Let's go. So, wir versuchen natürlich direkt da an die 5000 Punkte ranzukommen. Erstmal ein paar Backflips hier. Ein paar Backflips, habe ich gesagt. Okay, der Skyline ist irgendwie auch viel anders als andere Tier-Monster Truck Autos. Der irgendwie sehr viele Wheelies zieht. Wie komme ich da oben hoch? Hier komme ich hoch. Okay, hier komme ich. Ja, seht ihr, der kommt. Der macht einfach Wheelies. Einfach macht er Wheelies hier. Ohne Grund. So. Komm, rechts. Den Reifen haben wir auch nach rechts gelenkt, aber der ist trotzdem nach links gefahren. Aufpassen, hier rechts lang und dann da hoch. Und Power. Und da sind die 5000 Punkte. Yeah. Noch einen Double Backflip hinlegen. Ich muss hier gucken, wo es noch alles Punkte zusammen gibt. Ja, okay, da zählt das Rückwärts dazu. Na gut. Und dann zieht er wieder Wheelie. Mhm. Sehr logisch. Komm, Double. Jawohl. Und das war's. Knapp 30.000 Punkte. Und knapp unter 30.000 Punkte. Und es gibt auch ein schönes Teil für den Monster Truck Skyline. Auch wieder ein Auspuff. Ich war mit Bremsbonus. Und Platz 605. Na gut. Okay. Wie Sie sagen, könnten wir jetzt noch eben einen Test machen, wofür wir den Dragwagen halt auch gebraucht haben, nämlich die neuen Weitsprünge. Und jetzt sind wir schon Platin drin. Sehr, sehr nice. So, auf zum Weitsprung. Dafür braucht man halt den Dragwagen, weil das Ding sehr schnell auf über 500 km/h beschleunigen kann und man dieses Speed halt braucht. Ich habe das schon probiert mit einem Performancewagen, oder nee, Rennwagen habe ich
Benutzt den Skyline-Rennwagen. Hat nicht so gut funktioniert. Dragster. Ja komm, wir bleiben einfach in der Automatik drin. Das hat schon... Egal. Okay, vielleicht sollten wir doch auf manuell schalten. Dann schaffen wir das auch. Ja, immer, das ist schon viel besser als mit dem Rennwagen. Ja, kommt rein. Wow. Schaffen wir aber doch lieber auf manuell um. So. War viel besser. Und jetzt gleich ab hier Nitro. Und das ging daneben. Ja, nicht wirklich. Trotzdem geht das noch viel besser. Wir machen noch ein paar weitere Versuche. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Reifen aufwärmen und Power. Und jetzt mal ab hier Nitro zünden. Ja, ob das weiter war? Werden wir gleich sehen, ob das jetzt weiter war als gerade eben. Es war weiter. Platz 278. Warum gehen wir noch zwei Versuche? Vielleicht mal ein bisschen später dann Nitro zünden. Es kommt halt auf Timing an hier. Ab wann man schaltet und ab wann man das Nitro zündet. Jetzt. Und das ging wieder daneben. Hauptsache, wir kriegen hier Teile für unseren Skyline. Das heißt, der Wagen wird noch schneller. Auch besser in den Events dann. Das war noch besser. 31 Plätze aufgestiegen. Ja komm, jetzt aber noch zwei Versuche. Und dann war es das für heute. Das war, glaube ich, nicht weiter. Nicht besser. Nee, war es nicht. Das war viel schlechter. Na gut, ein letzter Versuch noch. Und los. Ja, dass er immer nach rechts oder nach links zieht bei den Sprüngen. Das ist scheiße. Da verliert man an Speed. Ja, an Speed. Deswegen sind die Sprünge dann schlechter. Na, komm, jetzt noch. Warte, okay. Ein letzter Versuch jetzt noch. Vielleicht schaffen wir es jetzt, richtig abzuspringen. Na, ja. Es war auch wieder nicht weiter, wie ich sehe.
Aber wie ich ja, gesehen habe. Na, na gut. Dann wird das wohl nur Platz 248 sein hier. Fürs Erste. Dann porten wir uns eben kurz weg von hier. Hier einfach in Vegas rein. Na komm runter vom Bürgersteig. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play The Crew Wild Run. Das war Daniel.